So, dann sind wir wieder hier. Das ist hier zum Beispiel das schlafende Langhorn. Das kann ich anschubsen. Huch, hallo. Das gehört, glaube ich, zu einem Quest. Oh, jetzt ist es sauer. Oh, es ist. Ich habe nicht drauf gestoßen. Es ist einfach so gestorben. Okay. Weiß auch nicht, was da mit dem ist. Okay, Rätsel der Crowe. Hier ist noch eins, was ich abschließen muss. 270 Meter. Gehen wir mal dahin. Ich wurde angegriffen von einem Fuchs. Wow. Okay, jetzt habe ich ihn zum Beispiel betäubt. Und jetzt kann ich von hinten angreifen. Und jetzt sollte ich mich mal wegrollen. Genau, und er macht manchmal auch so Umgebungsangriffe, die man dann sieht und aus denen man dann rausgehen sollte. Und hier kommen Kälber, glaube ich, die uns helfen. Cool. Danke, Kalb. Danke. Streicheleinheit, streichel, streichel. Okay, genug. Hier gibt es diese Blumen, die man kaputt schießen kann, glaube ich, oder? Okay, die jetzt nicht. Aber manche kann man kaputt schießen und dann kriegt man da so Craft-Items. Und diese Fahne da, die ihr da vorne seht, die ist von meinem Pfad-Quest. Die macht mich schneller. Und der Pfeil zeigt auch irgendwo hin, wobei ich nicht weiß, wozu dieser Pfeil eigentlich gut ist, was er mir jetzt zeigt. Aber er macht mich auf jeden Fall schneller, was ich ganz cool finde. Gehöft der Familie Crow. Okay. Und das ist auch praktisch, wenn man hier auf einen Quest klickt, dann zeigt uns das an, wo wir hingehen müssen. Und auch die Meteranzahl. Und wir sind voll dran vorbeigelaufen. Yay. Oh, ich glaube, die hassen uns, oder? Greift er mich an? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Fragt er uns. Wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Yay, die Crows vernichten. Ich habe viel von dir gehört, Kerami. Alle sprechen darüber, was für eine ausgezeichnete Arkanschützin du bist. Anscheinend hilfst du jedem, der deine Hilfe braucht. Wieso hast du mich hergerufen? Das zu Ende zu bringen. Okay, dann sollte ich dir jetzt wohl sagen, was los ist, hm? Okay, keine Macht im Slush. Die Crows schmuggeln Slush auf andere Welten, aber letztlich sind sie Lakaien des Kartells. Konfisziere alle Slush-Fässer, die du im Lager findest. Zertrümmere alle, die du nicht tragen kannst. Was auch sehr interessant ist, wenn man schnell die Mission annehmen will, dann kann man hier oben gleich auf dieses Ausrufezeichen-Symbol-Button klicken. Ich konfisziere sämtliche Slush, den ich finde. Und wenn man noch ein bisschen mehr Story haben will, dann kann man hier unten auf das Punkt, Punkt, Punkt drücken. Dann kriegt man noch mehr Text. Was ist Slush zum Beispiel? Slush ist ein richtig übler Fusel. Wer davon abhängig wird, geht früher oder später daran zugrunde. Gut, wissen wir auch, was wir da gerade kaputt machen. Dann können wir, wenn es, manchmal gibt es noch mehr Texte hier, aber jetzt gerade nicht, dann gibt es nur die Möglichkeit, die Mission eben endgültig anzunehmen. Glück, meine Liebe. Oder eben Wir sehen endgültig uns. nicht anzunehmen, wenn man doch keinen Bock drauf hat. Und wir können gleich noch was annehmen. Throg verdient ein Vermögen mit dem Slush-Handel, ein starker Fusel, der aber verdammt schnell abhängig macht. Okay, da steht es jetzt auch schon drin, was in dem einen Text eben stand. Agnes Crow ist die Anführerin der Slush-Schieber. Das Gesetz verlangt, dass du sie ausschaltest. Sie ist so gut wie Und erledigt. jetzt verpasst du eine Alles klar. richtig Da stand auch schmerzhafte eben schon Mission. meine Belohnung, die ich alle bekomme. Und hier steht in Klammern, welches Level das ist. Wir sind Level 11 und das ist eine Level 10-Quest. Also ist es ganz gut. Ich habe aber auch noch alte Quests, die ich noch nicht fertig gemacht. Hier zum Beispiel Level 6-Quest, Lophit-Kristallschädel. Das mit den Lophit-Kristallen in dieser Umgebung hier ist auch ganz lustig eigentlich. Vielleicht gehen wir mal zum Kristallsplitter. Dann kann ich euch das zeigen. Oder gehen wir da hoch zu 2. Genau, da ist auch die Slush-Mission. Dann gehen wir da hoch. Sehen wir uns gleich da. Ah, das sind ja auch schon die Familie Crowe mit ihren Drogen, die sie bunkern. Und wir müssen eigentlich. Ah, ist das eine Kiste da vorne, die ich kaputt machen muss? Genau, die 4 ist so mein Vergiftungsskill sozusagen. Achso, genau. Ich kann ja dabei laufen. Aber ich kann leider nicht dabei wegrollen, weil wenn ich dabei wegrolle, wird mein Skill unterbrochen, den ich gerade benutze. Und bei diesen muss ich leider stehen bleiben. Leider Gottes. Jetzt sehen wir, ob er mich schlägt oder nicht. Wow. Das war nicht nett. Guck mal, pass auf. Dein Messer tut anderen Leuten weh. Oh, da ist ein Rucksack. Den können wir verdienen. Sollten wir vielleicht mal holen. Ich werfe einfach mal was weg.
Ja, ich werfe jetzt einfach mal wahllos Sachen weg, weil das ist mein letzter Tag heute. Genau, es gibt dann immer so Rucksäcke, die erweitern das Inventar. Und dann hat man ein bisschen mehr Inventarplätze. So, okay. Die Kiste, Kartellkiste ist anscheinend nicht unser Ziel. Ah, das hier ist unser Ziel, glaube ich. Genau. Ah nee, das ist wieder eine andere Quest. Die Kartell, die Brennerei sabotieren. Okay. Gut, dann machen wir das auch noch. Ein bisschen sabotieren. Und wir laufen inzwischen so durch. Weil ich will eigentlich da vorne hin zu unserer Fahrtquest. Und das mal zeigen. Wow, wow, wow. Roter Kreis. Nein, nein, nein. Okay, es ist kein Kreis. Es sind irgendwelche anderen geometrischen Figuren. Aber was soll's. Gut, einmal sabotieren noch. Oh, ich bin auch PvP markiert, glaube ich, gerade sehe ich gerade. Aber egal. Ich habe mich vorhin PvP markiert, weil ich dachte, man muss das machen. Oh, da ist, glaube ich, eine Vorratskiste. Ah. Moment. Ich kann auch zweimal springen. Dann mache ich einen Salto und springe ein bisschen höher. Das ist auch ganz praktisch. Hallo. Piu. Oh, der macht aber einen großen Flächenschaden. Der hat irgendwie so einen komischen Stern. Als Bereichsanzeige. So, jetzt gehen wir mal wieder aus seinem Kreis raus. Komm schon! Ich will ihm meinen mega harten Schuss verpassen. Bam! So. Und gleich ist er tot. Gut. Was ich gut finde, ist, dass man sich hier schnell wieder regeneriert, nachdem man genau einen Kampf bestritten hat. Hier ist jetzt gerade mein Kommunikator erschienen. Wenn ich C drücke, meldet sich Alistair bei mir, der mir vorhin das Quest gegeben hat. Und ich kann es hier abgeben. Genau, an Ort und Stelle, wo ich gerade bin. Das geht aber nicht bei allen Quests, aber bei manchen. Bei denen, wo eben hier das Haken links dann steht, wenn das grün ist. Grün heißt, dass die Mission abgeschlossen ist. Wenn ich dann hier auf den Haken klicke, kommt der halt wieder. Und ich kann es einfach hier abschließen. Verdammt gute Arbeit, Arkanschützin. Ich habe ja kein Problem mit Alkohol und trinke auch gerne mal den einen oder anderen kurzen. Aber Slush ist schlicht und einfach Gift. Ich bin gerne behilflich, Ordnungshüter. Sehr gut. Hier bei diesem Viereck-Symbol unten ist unsere Pfadmission. Und da können wir schauen. Hier, dieses Teil des Relikts soll angeblich in einer Slush-Kiste im Gehöft der Familie Crow versteckt sein. Klicken wir mal da drauf. Okay, es soll hier in diesem Gebiet sein. Und wir müssen halt gucken, wo es ausschlägt. Hier schlägt es nicht aus. Okay. Ich glaube, es ist nämlich einer von den kleinen Kisten. Das ist, was ich halt ein bisschen doof finde. Es zeigt mir halt nur hier an. Aber hier an dieser Stelle ist es nicht und ich muss warten, bis sich dieser Balken hier eben füllt. Weil das heißt dann, dass ich in der Nähe von dieser Kiste bin. Oh, ich glaube, ich sehe sie gerade. Ich glaube, ich sehe sie gerade. Tadam! Ja, ich weiß, ich bin gerade in dem Kreis drin. Was soll's? Oh, und eben noch ein Kreis bin ich. Oh, 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 oh. Aha, jetzt habe ich noch einen gepult. Oh, das ist nicht so gut. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Jetzt ein bisschen zu viel Leben verloren hier. Ah, lass mich in Ruhe. Müssen wir mal gucken. Haben wir was zum Heilen? Ja. Danke. Oh, das hat mir jetzt so viel Heilung gegeben. Ah, okay. Das ist ein Heilung über Zeit. Na ja, gut. Gehen wir gleich nochmal hin. Wenn ich wieder dort bin, bin ich wohl wieder auf 100%. Und dann nehmen wir das mal einzeln erstmal durch. Erstmal den hier. Okay, da ist noch ein Typen. What a pie. Vielleicht hilft er uns ein bisschen und tötet ein paar Gegner, dass wir dann schneller zu unserem Pfadquest-Item kommen. So. Ja, kommt ihr mal her. Ah, what a pie. What? Akute Pie hilft uns. Sehr gut.
Dann helfe ich ihm auch mal. Bium. Hey, das hat kaum Schaden gemacht. Was soll das denn? So. Aber ich finde es gut, dass man nicht so mega extrem genau zielen muss, weil so wie so ein Shooter eben. Oh, vielleicht können wir das jetzt schon holen. Und? Ist es das? Ja. Genau, das ist unser Teil, was wir suchen müssen. Oh, jetzt ist der Hund sauer auf mich. Ja, machen wir den halt tot, wenn er das will. Oh oh. So. Wir haben mal den Hund getötet. Und den töten wir noch. So. Ah, was aktiviere ich denn jetzt? Okay. Sehr gut. Die Lage ist, wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Prohibition. Yay. Gute Arbeit. Die Zerstörung der Slush-Brennerei wird diese Kartellgangster zumindest eine Weile lang aufhalten, bis dich dein Volk gegenüber anständig Verhalten verbannte. Wow. Ich werde angegriffen. Ah. Manchmal ist der Text mir zu lang. Da. Ich sehe da gar nichts mehr. Ah, gut. Dann greifen wir den halt an. Was die alle haben. Okay, der rennt wieder weg. Gut. So, dann zeigen wir noch eine Eigenart. Die Landnahme von Algofels. Algofels ist hier dieser ganze Kontinent hier. Und ich habe schon 7 Landnahmen gemacht. Wir kommen jetzt zum nächsten. Wir müssen halt immer irgendwelche Berge hochkraxen. Also wenn ihr Kundschafter seid, dann findet ihr euch immer wieder keine Ahnung, auf so Übungen auf dem Berg wieder. Muss gerade überlegen, wie man denn sonst noch hochkommen könnte. Man muss sich halt immer irgendwie einen Weg suchen. Ah, müssen wir mal schauen, ob wir hier einen Weg hochfinden. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Wow. So. Noch ein paar Meter in die Richtung. Oh mein Gott. Ich will da aber nicht runterfallen wieder. So, gehen wir mal hoch. Ah, shit, komm. 80 Meter in die Richtung. Oh mein Gott. Okay, oh Gott, ich falle da sicher gleich runter. Los, Kirami. Ja, du schaffst es. So, wir müssten eigentlich gleich da sein. 10 Meter noch. Oh. So, ich glaube, hier ist es. Genau, Kundschafterin Venny. Sieht aus, als hättest du einen guten Ort gefunden, um Land zu beanspruchen. Aber bevor du die Flagge aufstellst, hör erstmal zu. Eine Landnahme kann auf anderen Pfaden Ressourcen einbringen. Baumaterial für Siedler, Waffenkistenlieferung für Soldaten und Ziele zum Scan für Wissenschaftler. Okay. Yay, Landnahme. Juhu. So. Oh. Wir haben ja auch noch so eine Überwachung. Oh, das ist aber noch weit hoch. Naja, auf jeden Fall, so sieht das dann aus, das Kundschafter-Dasein. Man ist oft auf irgendwelchen Bergen unterwegs und versucht sie einfach hochzukraxeln. Genau. Ey, vielleicht schaffen wir das noch. Oh, die Luft wird dünner. Die Luft wird dünner und wir fallen gleich in Ohnmacht. Komme ich hier ganz hoch? Oh mein Gott, nein, ich komme nicht ganz hoch. Doch, nein, 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 nein. Ja. Oh, hier ist Lophit-Vorkommen. Diese Kristalle, das sind die Lophit-Vorkommen. Und da kann man durch die Kristalle irgendwie so mega hoch springen. Und man kann die Lophit-Kristalle hier einsammeln. Hier sind irgendwie gerade keine. Müssen hier nicht welche sein? Kommt schon, hier müsste auch noch ein Lophit-Kristall sein. Das ist eben das Besondere an diesem Kontinent, dass man hier solche Kristalle hat. Die hat man da eben auch gesehen, die kleinen. Die kann man sammeln und dann veredeln und dann kriegt man dadurch Ruf.
in diesem Gebiet eben und schaltet sich Händler frei, so gesehen. Ach komm, ja, und sobald man eins von denen berührt, hat man es so gesehen gesammelt. Okay, das war jetzt doof. Na komm schon. Yay. So. Und irgendwo da unten kann man es dann raffinerieren. Genau. Und zwischendurch, es gibt nicht nur Abschlachtmissionen, es gibt auch Missionen wie Minen räumen und sowas. Es gibt eigentlich die unterschiedlichsten Missionen hier. Und es gibt auch Housing, wobei ich das noch nicht gemacht habe. Zwischendurch gibt es hier auch Datenwürfel, die man finden kann. Die sagen dann noch was über, bisschen über die Story, über was auch immer, über alles Mögliche, was auf diesem Planeten eben passiert ist. Ich glaube, der Anfang unseres kleinen wissenschaftlichen Projekts kann durchaus als. Ja, haben wir abgewürgt. Gut, ich denke mal, das reicht als Eindruck. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, ich kann euch eine Sache kann ich noch zeigen. Beziehungsweise hier diese grünen Dinger da, die nach oben steigen. Hier. An diesen Punkten können Siedler was aufbauen, so Buffstationen und sowas. Oh, hier ist sogar noch ein Buch. Ja, manchmal findet man noch Bücher. Du hast einen Schlüssel für die Geschichte entdeckt. Yay, okay. Das ist dann irgendwo gelandet hier. Was man dann nachlesen kann. Eben. Gut. Aber ich glaube, dann habe ich jetzt wirklich alles, was ich so entdeckt habe. Hier gibt es sogar Taxistände. Taxi. Genau, hier war ich schon. Hier kann ich hinfahren und bei dem Rest noch nicht. Und man sieht, das ist sehr, sehr groß eigentlich, weil ich bin erstmal hier und dann gibt es noch das und das und das und was weiß ich. Und ja, wenn ich M drücke, sehe ich auch diese Karte hier und die anderen Kontinente, denke ich. Ja, Kontinente noch. Also es gibt noch ziemlich viel. Gut. Dann war's das erstmal und ich sage bis zur nächsten Folge von Star Wars, weil das ist jetzt mein letzter Tag hier. Und abschließend finde ich, dass es ein sehr gelungenes und interessantes Spiel ist. Und das, was ich gezeigt habe, waren eigentlich auch nur die Basics, also zu Instanzen und Craften und Housing und Raids und so weiter. Bin ich nicht gekommen. Das war wirklich nur Oberflächenkratzen, was ihr jetzt hier gesehen habt, um einen ersten Eindruck euch zu verschaffen. Was ich noch nicht erwähnt habe, das Spiel ist ein Pay-to-Play-Spiel. Das heißt, ihr müsst monatlich Gebühren bezahlen, aber es ist auch möglich, sich in dem Spiel Geld zu erfarmen und dadurch Spielzeit in-game zu kaufen. Gut, dann sage ich mal tschö. Bis dann.